Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von Ron Alex Briefmarkenecke. Ja, die Corona-Pandemie trifft auch die Philatelie mit voller Wucht. Veranstaltungen wie Messen und auch Ausstellungen werden leider abgesagt. Aber dadurch kommt die Philatelie doch sicherlich nicht zum Erliegen. Dass hierbei eher das Gegenteil der Fall ist, das möchte ich euch heute beweisen und nun einen Blick auf die verschiedenen Möglichkeiten werfen, wie wir uns heute dennoch problemlos miteinander austauschen können. Zum einen möchte ich jetzt einen Blick auf die ja schon fast klassischen Foren und das dortige Angebot werfen. Im Speziellen das Bundforum, Fila-Seiten und das Fila-Forum. Anschließend machen wir einen Schwenk in die sozialen Medien und schauen, was in puncto Philatelie dort so alles los ist. Abschließend möchte ich euch dann noch aufzeigen, wo ihr euch auch Ausstellungen ganz bequem online anschauen könnt. So, und nun beginnen wir und werfen direkt einen Blick auf die genannten Foren. Das Bundforum erreicht ihr ganz einfach über www.bund-forum.de. Das Bundforum hat es sich zum Ziel gesetzt, den Briefmarkenausgaben von Deutschland, Österreich und der Schweiz eine der großen Zahlen der Sammler angemessene Heimat zu geben und die erschienenen Ausgaben in jeder Verwendungsform als kostenfreie Online-Ausstellungssammlung im Internet zu dokumentieren. Darüber hinaus informiert das Bundforum Philatelisten über ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher und warnen durch die Bereitstellung aktueller Informationen vor dem Erwerb verfälschter Briefmarken und betrügerischen Geschäftsmodellen, insbesondere im Internet. Und gerade das Thema Fälschungen seht ihr hier. Hier sind entsprechende bestätigte Falschstempel oder auch Poststempel im Privathand und so weiter aufgeführt. Werfen wir mal einen kurzen Blick hinein in den bestätigte Falschstempel. Und so könnt ihr hier dann auch sehen, dass sehr, sehr viele Stempel aufgeführt sind. Gehen wir mal als Beispiel in Karlsruhe 2c. So wird hier genau beschrieben, wie die Fälschungen vorgenommen wurde. In diesem Fall stammt die Fälschung wohl von einem Stempelgerät, das einem echten Stempelgerät nachempfunden wurde. Zurück in der Übersicht seht ihr, das Forum ist wirklich sehr, sehr groß und beheimatet sehr viele Informationen und Abbildungen. Weiterhin sind auch mehrere Arbeitsgemeinschaften im Bundforum aktiv unterwegs und haben hier ihren eigenen Bereich. Und scrollen wir weiter nach unten, so landen wir als Beispiel bei Altdeutschland Württemberg. Hier können wir dann im Bereich Marken der Kreuzerzeit etwas tiefer einsteigen und hier sehen wir dann jegliche Markenausgabe der Kreuzerzeit. Wählen wir nur ein Thema aus, zum Beispiel die Württemberg Michel Nummer 5, so wird uns diese hier dann auch näher angezeigt. Als Beispiel seht ihr hier dann auch eine separate Fälschung, links die Marke Original, rechts falsch. Wie ihr also seht, das Bundforum ist eine gigantische Datenbank, schaut doch einfach mal vorbei. Weiter geht es nun mit Fila-Seiten. Das Forum erreicht ihr ganz einfach über www.filaseiten.de. Zu Beginn werden euch alle aktuellen Themen im Forum angezeigt. Wenn ihr es gerne etwas übersichtlicher haben möchtet, dann geht ihr auf Fila-Seiten A bis Z und dann könnt ihr alphabetisch das Thema, was euch interessiert, auswählen. Doch Fila-Seiten bietet nicht nur ein Forum im eigentlichen Sinne, sondern es hat auch mehrere Datenbanken, auf die ihr zugreifen könnt. Zum einen gibt es noch filastempel.de. Hier könnt ihr nach entsprechenden Ortschaften suchen und könnt euch dahingehend entsprechende Stempel anzeigen lassen. Links unten kommt ihr wieder zurück auf filaseiten.de. Eine weitere Datenbank, die es hierzu gibt, ist die Briefmarkenatteste-Datenbank. Hier könnt ihr euch verschiedene Atteste verschiedener Prüfer über verschiedene Prüfgebiete anschauen lassen. Wenn wir als Beispiel mal ganz kurz aus Altdeutschland und gehen auf Suchen, so werden uns alle Atteste zum Thema Altdeutschland Baden angezeigt. Und wieder zurück nach oben auf filaseiten.de, so befinden wir uns wieder im Einstiegspunkt. Dann gibt es noch viele weitere Funktionen, zum Beispiel Infla-Seiten, Fila-Wert und Debrix und dann auch in der Bereich nicht im Katalog. Hier werden also alle Postwertzeichen oder Besonderheiten aufgelistet, die ihr so nicht in einem Katalog finden werdet. Auch Fila-Seiten ist sehr, sehr umfangreich, also schaut doch einfach mal direkt vorbei und informiert euch selber. So, und abschließend schauen wir jetzt noch im Fila-Forum vorbei. Fila-Forum erreicht ihr über www.filaforum.com. Und hierbei beim Fila-Forum handelt es sich wirklich um ein klassisches Forum, wo ihr über verschiedene philatelistische Bereiche diskutieren könnt. Das Fila-Forum pflegt einen sehr, sehr lockeren, aber wirklich sachlichen Umgang und ist vor allem für Anfänger der Philatelie sehr gut geeignet.
Gerade die Community berät Neuanfänger hierbei wirklich sehr, sehr toll und auch sehr, sehr ausdauernd. Hier gibt es wirklich keine dummen Fragen. Ich selbst habe auch vor vielen Jahren hier im Fila-Forum meine Online-Karriere begonnen. Nachdem wir uns jetzt die klassischen digitalen Informationsplätze angeschaut haben, werfen wir jetzt noch einen Blick auf Facebook. Und wie schon angekündigt, jetzt werfen wir noch einen Blick auf Facebook und genauer auf die Gruppe whatsbriefmarken.de. Diese Gruppe findet ihr ganz einfach, entweder in Facebook oben whatsbriefmarken.de eingeben oder ihr schaut ganz einfach in die Quellenangabe meines Videos hinein. WhatsBriefmarken versteht sich als Online-Gruppe in Facebook, wo philatelistisches Wissen weitergegeben wird, wo man Belege diskutiert und auch vorzeigt und einfach auch Erfahrungen miteinander austauscht. Was hierbei nicht stattfindet und aus ganz klar in den Gruppenregeln verboten ist, sind Wertschätzungen und Wertanfragen sowie Briefmarkenverkäufe. Hierzu gibt es viele andere Facebook-Gruppen. Und hier seht ihr als Beispiel, wie ein neuer Beleg vorgestellt wird. Als Besonderheit Germania mit Flaggenstempel. Aufgrund von Datenschutz muss ich die Namen jetzt natürlich unkenntlich machen. Wie ihr also seht, ist Facebook mit seinen Kommentaren und Art der Darstellung dahingehend ausgelegt, dass man einzelne Belege, Themen oder Sachverhalte einfach diskutieren kann. Also ganz einfach so, als würdet ihr euch jetzt mit anderen Philatelisten zusammen abends treffen und einen philatelistischen Beleg diskutieren. Das gleiche geschieht hier rund um die Uhr, aber ihr könnt es von überall aus machen und müsst euch nicht persönlich mit anderen Personen treffen. Gerade in Zeiten von Corona ist dies eine tolle Möglichkeit, um sich miteinander auszutauschen. Leider bietet Facebook jetzt nicht die Möglichkeit, Themenpunkte so granular detailliert darzustellen, wie dies in einem Forum der Fall ist. Facebook bietet jetzt aber die Funktion Lektionen und unter Lektionen werden euch jetzt in WhatsBriefmarken viele weiterführende Hilfen angeboten. Als Beispiel die Lektion Hilfe für Einsteiger, Anfänger der Philatelie. Hier wird euch zum Beispiel einen Leitfaden für Briefmarkensammler angeboten. Und hier finden gerade Einsteiger dann auch weiterführende Informationen, wie sie in das Thema tiefer einsteigen können. Wie ihr so seht, stehen Facebook und die klassischen Foren nicht in Konkurrenz zueinander, sondern sie sind eine tolle Ergänzung zum Meinungsaustausch. Abschließend möchte ich euch jetzt noch aufzeigen, wo ihr euch online ganz einfach bequem zu Hause am PC, am Laptop oder vielleicht auch unterwegs am Tablet oder Smartphone verschiedene Sammlungen anschauen könnt. Unter www.exponate-online.de erreicht ihr die Online-Ausstellungsplattform des BDPH. Aus aktuellem Anlass werfen wir doch direkt einen Blick auf die virtuelle Ausstellung Ruhrvia 2020. Und dann steigen wir doch mal direkt ein in den Bereich thematische Sammlungen. Und dort werden wir direkt einfach mal Einblicke in die Tierwelt der Sächsischen Schweiz. Hier seht ihr jetzt die Ausstellungssammlung aufgeführt. Zum Anschauen wählen wir nun direkt das erste Exponat aus. Einblicke in die Tierwelt der Sächsischen Schweiz. Ganz wichtig, rechts oben mit dem Pfeil könnt ihr dann entsprechend weiter scrollen oder ihr geht über das Bild und dann wird euch hier rechts ein Pfeil angezeigt. Und dann einfach weiter und die Ausstellungssammlung beginnt. Wenn es euch zu klein ist, kein Problem, links oben könnt ihr mit der Lupe arbeiten, einfach draufklicken und es wird vergrößert. Und so könnt ihr nun ganz bequem die Ausstellung euch am PC oder Tablet anschauen. Wollt ihr das Fenster schließen? Dann ganz einfach rechts oben auf das Kreuz gehen oder Escape. Und schon ist die Ausstellung wieder geschlossen. Über die Exponatauswahl kommt ihr wieder zurück zum Überblick. Auch auf www.exponet.info werden euch philatelistische Exponate angeboten. Links seht ihr die Navigation. Gehen wir zum Beispiel mal auf Auswahl der Exponate nach Zeitabschnitt. Und jetzt müssen wir unsere Auswahl weiter einschränken. Dann wählen wir den Zeitabschnitt aus, vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute. In der zweiten Ebene dann die 1950er bis 1960er Jahre. Und abschließend, hier gibt es nichts mehr auszuwählen, dann einfach auf Auswahl gehen. Und nun wird euch alles entsprechende angezeigt, was in diesem Bereich fällt. Hierbei werden euch sowohl nationale als auch internationale Exponate angezeigt. Gehen wir als Beispiel mal auf Australien Porto. Und so seht ihr dann auch schon die entsprechenden Exponate, die hierbei hinterlegt sind. Wählen wir einfach mal direkt eine Seite aus und schon wird sie vergrößert. Zum weiteren Vergrößern
rechts oben auf Vergrößern. Wollt ihr es wieder etwas kleiner haben, etwas nach oben scrollen wieder und verkleinern. Wollt ihr die Seite schließen, einfach neben das Bild klicken. Wollt ihr wieder zurück zum Anfang, dann ganz einfach links oben auf Startseite gehen. Hier könnt ihr dann nach weiteren philatelistischen Exponaten suchen und euch anzeigen lassen. Auch auf philaseiten.de werden euch Ausstellungen angeboten. Diese findet ihr auf der linken Seite unter Virtuelles Album. Und hier wählen wir jetzt mal als Beispiel die Bautenserie 1948 5 Pfennig aus. Dann wählen wir aus, wir wollen bei Rahmen 1 beginnen. Und schon wird uns alles angezeigt. Und dann auch hier wieder einfach den ersten Rahmen auswählen. Und dann könnt ihr ganz einfach, wenn ihr über das Bild geht, über Next, euch die nächste Seite anzeigen lassen. Und könnt euch so die verschiedenen Exponate genauer anschauen. Schließen wieder ganz einfach rechts oben auf das Kreuz. Zurück in den Überblick kommt ihr ganz einfach über virtuelle Alben und so seid ihr wieder am Gesamtüberblick. Und auch auf der Homepage von WOTS Briefmarken werden euch Ausstellungen angeboten. Hierzu geht ihr auf wotsbriefmarken.de. Auf der rechten Seite seht ihr den Link Ausstellungssammlungen, dort gehen wir jetzt drauf und nun werden uns die verschiedenen Ausstellungssammlungen angezeigt. Nehmen wir gleich mal das erste, was angeboten wird. 100 Jahre große sozialistische Oktoberrevolution. Nun scrollen wir etwas nach unten und es wird geladen. Ihr könnt wieder ganz einfach hier mit dem Pfeil nach rechts auf die nächste Seite gehen. Wenn es euch zu klein ist, kein Problem. Hier unten einfach auf Einzoomen gehen auf die Lupe und es wird größer gemacht. Und so könnt ihr ganz einfach durch die Ausstellung durchscrollen und könnt sie euch in aller Ruhe anschauen. Wenn ihr es noch etwas größer haben möchtet, dann habt ihr unten neben der Lupe auszoomen, steht Vollbildmodus, das auswählen und dann habt ihr wirklich den ganzen Computerbildschirm angezeigt, um es euch wirklich in voller Pracht anzeigen zu lassen und durchzulesen. Zum Beenden einfach, wie hier unten aufgeführt, auf Escape und schon seid ihr wieder zurück. Unter wirbellose.at findet ihr auch philatelistische Ausstellungen. Wenn wir etwas nach unten scrollen, dann haben wir hier als Beispiel naturwissenschaftliche Exponate passend zur Website. Dann steigen wir weiter ein in Genetik ist faszinierend und eine kleine Geschichte der Genetik. Und schon wird uns die Ausstellung angezeigt. Auch hier könnt ihr ganz bequem durch die verschiedenen Exponate scrollen, die Beschreibungen anschauen und euch das Exponat im Detail betrachten. Leider etwas umständlich hier, wenn ihr wieder zurück auf den Einstiegspunkt möchtet, müsst ihr über den Browser zurückgehen. Aber dann seid ihr wieder zurück am Einstiegspunkt. Wenn ihr mit Englisch keine Probleme habt, könnt ihr euch auch Fraiola etwas genauer anschauen. Hierzu geht ihr auf www.rfrajola.com. Auf der Seite findet ihr links außen die Exhibits, also Ausstellungen. Und hier werden euch dann auch schon die Ausstellungen angezeigt. Wählen wir direkt mal das erste aus, Military Postal History. Und so wird euch die Seite auch schon angezeigt. Auch hier wird ganz einfach die Seite ganz einfach auswählen, die euch interessiert. Und sie wird in einem gesonderten Fenster geöffnet. Ich empfehle euch aber, geht am besten zurück und wählt hier oben auf PDF-File. Und so wird euch dann die komplette Ausstellung in einem PDF-File angezeigt. Und so könnt ihr ganz einfach durch die entsprechende Ausstellung durchscrollen, anschauen und euch näher anschauen, was euch interessiert. Das Umständliche leider hier, ihr müsst immer wieder über den Browser zurückgehen, um auf die Eingangsseite zu gelangen. Wie ihr so seht, jede der gezeigten Plattformen hat sicherlich ihre Vor- und ihre Nachteile. Schaut doch einfach mal direkt bei den verschiedenen Angeboten vorbei, meldet euch an und diskutiert einfach mit. So findet ihr auch direkt für euch das passende Angebot. Und damit wären wir auch schon am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Also bis dann, tschüss!